Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitliga-Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem TSV 1860 München mit beiden Cheftrainern. Das Wort geht zunächst unseren Gast, Thorsten Fröhling, bitte. Ja, guten Tag. Ja, das, was wir uns heute vorgenommen haben, konnten wir nur in ganz kleinen Zügen umsetzen. Im gesamten Spielverlauf haben wir einfach zu viele einfache Fehler gemacht und den Gegner dadurch ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn wir die ersten beiden Chancen, wo Valdedrama freistehend köpft, wo Delen durchs Dribbling noch abschließt, wenn wir da das Tor machen. Aber Düsseldorf hat es dann mit dem 1:0, wenn man sieht, wie er da reingeht in den Kopfball, wie er das erzwungen hat, durch einen Fehlpass von uns in der Vorwärtsbewegung. Und ja, und dann hat sich Düsseldorf in einen Rausch gespielt, was wir im Endeffekt auch zugelassen haben. Da hat man die Qualität eben von Düsseldorf gesehen. Wir haben in der zweiten Halbzeit nochmal mit den Wechseln versucht, weil noch Zeit war, eine ganze Halbzeit nochmal irgendwie ins Spiel einzugreifen. Durch das 3:0 und eben auch die Verletzung von Rubin Okoti konnten wir es im Endeffekt nur noch verwalten. Und das war heute eines unserer schlechtesten Spiele. Also Glückwunsch an Düsseldorf, ein absolut verdienter Sieg. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Thorsten Fröhling? Einmal aufs Mikro warten, danke. Herr Fröhling, wie haben Sie die Aktion mit Rubin Okoti gesehen, vorne bei Michael Rensing und dann auch nachher dann im eigenen Strafraum? Ja gut, ich habe von den Fernsehbildern habe ich noch nicht gesehen. Von meiner Position war es so, dass Adi den Ball sehr gut geschlagen hat. Endlich mal da, wo wir ihn auch hinhaben wollten. Rubin ist da hingegangen. Herr Rensing ist da wie ein Torhüter, wie es eigentlich auch sein sollte, mal rausgegangen. Hat aber mehr oder weniger Rubin erwischt, wie ich es gesehen habe, wie gesagt. Und dann hätte man das auch andersrum pfeifen können. Weitere Fragen? Dann gebe ich das Wort an unseren Trainer, Frank Kramer, bitte. Guten Tag zusammen. Zunächst mal sind wir natürlich im Moment sehr happy, dass wir den ersten Sieg eingefahren haben. Ich denke auch die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, das hat einfach gepasst. Die Jungs sind da unbeirrt ihren Weg gegangen und haben das immer wieder versucht, auch fußballerisch vor das gegnerische Tor zu bringen, trotzdem die Ordnung zu halten und aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Und dadurch waren eben auch viele Ballgewinne erzielt worden, und aus denen wir dann Umschaltaktionen dann zum gegnerischen Tor hatten. Und das ist dann schon permanent, auch hat man das Gefühl gehabt, da kann immer was passieren. Und das ist natürlich was, was einer Mannschaft sehr gut tut, wenn du weißt, alle sind dabei, alle arbeiten für die Ballgewinne und dann passiert auch was. Heute waren wir im Vergleich zu den letzten Wochen sehr viel effizienter. Ich glaube, das war der große Unterschied. Und das tut natürlich auch der ganzen Truppe gut, wenn man dann weiß, dass man sich für die Arbeit, die man verrichtet, für den enormen Aufwand, auch in den letzten Wochen, dass man sich da belohnt. Und das haben wir heute gemacht. Und darüber sind wir happy. Für heute. Ab morgen muss man auch wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, dass der Weg weiterhin holprig sein wird und wir sehr hart arbeiten müssen, um den Weg konsequent auch weiterzugehen. Und ich bin gerade eben auch draußen gefragt worden, bei der Gelegenheit möchte ich auch mal loswerden, weil es vielleicht, glaube ich, nach außen gar nicht so rübergekommen ist. Wir haben 5 Spiele, 1 Punkt gehabt. Ja, und es war sehr konstruktiv, ein konstruktives Miteinander, und es war sehr ruhig. Ja, und da möchte ich allen Beteiligten auf dem Wege Lob aussprechen, dass es immer sachlich geblieben ist, egal ob das von den Medienvertretern war. Genauso diesen Zusammenhalt, diese Einheit, der die letzten Wochen trotz Misserfolgserlebnissen gelebt wurde, seitens der Fans, seitens des Umfelds, innerhalb des Vereins, im Vorstand und Aufsichtsrat, das muss ich sagen, das ist bemerkenswert und widerspricht allem, was von außen bislang von Fortuna Düsseldorf so herangetragen wurde. Ja, und genau mit dieser Einheit und mit dieser Gemeinschaft
da müssen wir weitergehen. Ja, und dann hat jetzt die Mannschaft auch gezeigt, ja, dass dann wir uns Erfolge erarbeiten können, ja, die wir, auf die wir dann stolz sein können. Aber das darf nur der Anfang sein, das wissen wir auch. Das wird jetzt nichts von alleine gehen, sondern es wird weiter immer auf Spitz und Knopf gehen. Und deshalb ist es noch wichtiger, dass man sich das bewahrt, was die letzten Wochen an Weg gegangen wurde. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche dem Rubin, wissen wir nicht so genau, was da genau ist. Das war, ja, das ist, sowas ist immer erschreckend. Sowas zieht dann echt immer runter. Egal, ob es von der eigenen Mannschaft ist oder von der gegnerischen Mannschaft. Ja, wir wünschen dem Rubin alles Gute. Toi, 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 dass es vielleicht schlimmer ausgehört hat, als es letztendlich war und dass er ganz schnell wieder an Bord ist. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche allen eine gute Heimreise. Danke.